Ja, dieses Auto hat mich bewegt zu kaufen. Das fing eigentlich an 96, wo wir angefangen haben mit der ganzen Autoschrauberei. Und damals war ja Golf pure Zeit, da gab es noch nicht. Ich sag mal, Käfer war noch relativ selten oder diese ganze Käferszene. Und das Auto hat mir schon immer gefallen. Schon von der Geschichte her, wo es angefangen hat damals mit VW, mit Käfer, mit Porsche. Ja, es war eigentlich ein lang gehegter Traum. Dann über 15 Jahre, dann war das mal ein bisschen vorbei mit der Autoschrauberei. Dann habe ich mich so ein bisschen beruflich konzentriert und habe dann vor 2 Jahren entschieden, jetzt musst du kaufen. Weil das geht nicht mehr. Also er hat zu mir gehört die ganzen Jahre. Ne? Und viele von meinen Freunden haben dann auch gesagt, na endlich hat es mal ein Ende, dass ich darüber rede, sondern endlich ist er da. Ne? Diese Form gefällt mir, weil die Form ist einfach einzigartig. Daraus ist ja mal alles entstanden. Und ich finde, dieser 356er hat einfach eine Form, die eigentlich seinesgleichen sucht. Also ich kenne kein anderes Auto, was eine schönere Linie hat und eine schönere Form hat einfach. Was man einfach, wo man sich nicht satt sehen kann, ne? Was man immer wieder angucken kann. Ich bin Daniel und möchte euch heute meinen 356er Replika Porsche Opal vorstellen. Ein Baujahr 81. Ja, gekauft habe ich den Wagen vor 2 Jahren in Simmerath von einem Kieferchirurgen. Und ich habe am Sonntag diese Anzeige gesehen und habe am Sonntag gesagt, okay, ich setze mich ins Auto und fahre da einfach mal hin und gucke mir das mal an. Ist natürlich immer gefährlich, ne? Wenn man sich sowas mal anguckt, dann ist es meistens so, dass er dann eigentlich schon gekauft ist. Jedenfalls habe ich mir an den Tisch gesetzt und wir haben gesprochen über die ganze Geschichte und wie sich das bei mir jetzt die letzten 15 Jahre aufgebaut hat, dieses Thema von diesem Wagen. Und habe ihm aber gesagt, dass ich einen fixen Preis habe, über den ich nicht drüber gehen möchte, weil ich will mich da jetzt nicht so nackig machen, ja, dass man nicht mehr atmen kann. Das ist nicht Sinn der Sache für mich. Und die Geschichte hat ihm so gut gefallen, dass er gesagt hat, pass auf, er gibt mir den für den Preis, einfach dass dieses Auto gefahren wird, weil er hätte viel mehr haben können, aber dann hätte dieses Auto in einer Halle gestanden, in einer Autosammlerhalle und dann wäre es nie gefahren worden. Und das ist super schade, wenn so eine Autos einfach nicht auf der Straße sind. Sie sind teuer, das muss man wissen. Aber es ist super schade, wenn die nicht mehr fahren würden, würden wir alle sowas nicht mehr sehen können. Und dann wäre das traurig, richtig traurig, ne? Für diese ganze Szene auch, ne? Und ja, habe ihn dann gekauft, habe ihn dann nicht getrailert, sondern bin wirklich 4 Stunden mit dem Ding zurückgefahren, das erste Mal, komplett, ja. Da ist mir dann erstmal bewusst geworden, wie luftig dieses Auto ist, weil dann so auf der Autobahn neben den LKWs komplett zugezogen in der Montur. Und habe mich aber super wohl gefühlt. Also es war von Anfang an so, dass ich dachte, geil, perfekt, ne? Genau so muss er sein. Ja, dann ist erstmal nicht viel passiert. Dann bin ich erstmal viel gefahren damit. Immer so wirklich schön Wetterfahrzeug. Also Regen sieht das Auto wirklich selten oder eigentlich auch nie. Und habe dann im ersten Winter, also ich habe im Juni gekauft, genau, habe dann im ersten Winter mir ja wieder so die alten Kontakte, so die ganzen Freunde von früher, sind dann irgendwann wieder, hat man angefangen zu telefonieren. Weil bis dato hatten wir wirklich fast eigentlich kaum Kontakt, ja, über Jahre. Und dann haben wir so gesprochen und dann habe ich mich so mit dieser ganzen Materie Airride mal auseinandergesetzt und wollte mal gucken, was geht, was kann man überhaupt machen, ist es wirklich fahrbar, kriegt man es eingetragen, etc. Gab es nicht viel zu dem Zeitpunkt, was man so finden konnte, wie man bauen kann, was man tun kann. Und da habe ich gesagt, okay, ich traue mich jetzt einfach mal, ich mache es einfach mal rein, ne? Wäre schon cool. Und habe mich entschieden damals für einen Akku-Air-CVT-Tank, wo der Kompressor im Tank drin ist, weil ich nicht wollte, dass dieser Kompressor dieses ganze Auto übertönt. Und wollte es auch so verbauen, dass dieses Auto nach wie vor dieses klassische Auto ist, was jetzt nicht wie so ein Custom-Car rumfährt, sondern wo man im Endeffekt eigentlich überhaupt nicht sieht, was drin ist, sondern dass es einfach ein schönes, normaler Klassiker ist, ne? So wie er es auch verdient hat, dass man ihn so zeigt oder dass man damit fährt. Habe dazu dann die Steuerung, die 3P, die von Airlift gekauft. Weil die für mich einfach nach wie vor dadurch, dass man die Drücke sieht, das beste System ist, was man auf dem Markt finden kann. Ja, dann habe ich das über den ganzen Winter eingebaut, habe den Game Changer Kit gekauft von Nullbar damals, habe mir das alles hingelegt und habe über Wochen und Monate rumgefummelt, für mich alleine, ganz alleine, ohne Kumpels und habe es auch wirklich hinbekommen. Es hat dann wirklich auch funktioniert, gut funktioniert auch und war dann echt zufrieden damit, ne, mit dem ganzen Thema. Ja, und dann hat mein Kumpel Martin gesagt, Mensch, er hat hier frei in der Halle, wäre noch ein Standplatz frei und das würde super passen zu dem Auto mit diesem Gutshof, Gemäuer etc. Also diese Geschichte würde sich weiterführen. Und da habe ich gesagt, Mensch, geil,
gucke ich mir mal an. So, und das war wieder mal so ein gucke ich mir mal an. Bin dann jedenfalls hingefahren und habe mit dem Inhaber gesprochen und wir sind uns einig geworden und habe gesagt, okay, das Auto muss wieder nach Berlin zu den alten Kumpeln und wir müssen wieder gucken, dass wir wieder so eine klassische Einheit werden wieder, ne? So wie wir es früher mal hatten. Ja, gesagt, getan. Das war dann letztes Jahr im September, glaube ich, im September, genau. Ja, ein Kumpel kam dann zu mir in die Pfalz geflogen. Und wir haben das Ding dann getrailert über die Nacht bis nach Berlin. War natürlich so typische Traileraktion, ja. Und sind die Gurte gerissen. Also ist alles passiert. Es hat komplett geregnet. Die komplette Nacht hat es geregnet. Das war unglaublich. Wirklich, dieses Auto sieht nie Regen und dann wirklich einmal trailern und dann kriegt es 6 Stunden lang. Jedenfalls sind wir angekommen, alles gut, alles schön, abgestellt und haben gesagt, okay, was machen wir? Haben uns ganz in Ruhe hingesetzt und haben überlegt, was kann man tun? So, mir hat diese Farbe mit diesem Schwarz und da war schwarzes Leder mit so roten Nähten drin. Das war nicht so meine Farbe. Da habe ich gesagt, nee, das ist für mich nicht klassisch genug. Das muss, muss ein wirklicher Klassiker werden. Ne? Ja, und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir das Ding erstmal komplett auseinander. Und dann haben wir angefangen, haben das Ding erstmal komplett zerlegt. Dann habe ich angefangen, mit meinem Bruder den kompletten Kleber von dem Teppich rauszuschleifen, weil das Problem ist, dadurch, dass es ein Replika ist, ist kein Metall, sondern es ist alles Kunststoffkarosse. Das heißt, so mit Abbeizen oder so wird nicht funktionieren. Und wir mussten halt schleifen und haben hier wirklich wochenlang geschliffen, damit wirklich alles on das Plan ist. So, und wo es dann geschliffen war, habe ich mich abends so hingesetzt und habe so gedacht, Mensch, jetzt bist du so weit mit dem Teppich, jetzt kannst du ihn eigentlich auch lackieren lassen. Und das war so der Punkt, wo mich alle angeguckt haben und gesagt haben, ey, bist du dir wirklich sicher, was ist jetzt los? Ja? Ist ja dann nicht dein Ernst, dass du jetzt anfängst, auch noch mit dem Lackieren zu kommen, ja? Weil das Auto war eigentlich im guten Zustand. Ja? Also war laut Classic Data eine 2 Plus damals. Und ich habe gesagt, nee, so tief komme ich nie wieder an den Untergrund. Also okay, wir müssen lackieren. So, dann ging es natürlich los, auch wieder Wochen Farbkombination. Was macht man wie, was kann man wo, wie. Ich bin jedem auf den Sack gegangen, alle waren schon total genervt von mir, weil ich dachte, Mensch, was macht man, ne? Und hatte aber immer eine Farbe im Kopf eigentlich schon, seitdem ich das Auto gekauft habe. Und die Farbe ist es dann auch geworden, das ist das Felsengrün von Porsche. Und ich finde die Farbe halt mega geil, weil sie halt in jedem Licht irgendwie anders schimmert. Ne? Also mal eher grünlich, mal eher gräulich. Und dazu halt die Innenausstattung war für mich klar, ich wollte nicht das Beige, was alle machen. Ich wollte auch kein Schwarz, ich wollte auch kein Grau. Also habe ich gesagt, okay, dann fiel die Farbe auf Trüffelbraun. Das war gar nicht so leicht, weil das war natürlich, ich habe die Sitze abgegeben im Januar. Wie alle wissen, kam dann Corona und das Leder kam aus Italien. Das heißt, ich musste 4 Monate warten, bis überhaupt das Leder nach Deutschland kam und der quasi anfangen konnte mit den Sattelarbeiten. Wir hatten aber schon alles aufgezeichnet, das heißt, es war alles genau fertig. Ich wollte auch nicht einfach nur Plan beziehen, sondern wollte dieses Rautenmuster haben. Ich wollte diesen alten Stil halt irgendwo mit reinbringen wieder, ne? Nicht so eine Sache, weil wenn man es schon mal macht, dann mache ich das einmal richtig. Und nicht alle 3 Jahre wieder neu, sondern da muss es einmal sitzen. Ne? Ja, dann waren die Sattelarbeiten, genau, das war am Laufen parallel dazu und dann kam der Lack. Dann war ganz lustig, so eine Story, ich fing dann halt an und das Auto war zerlegt und ich habe ja die ganzen Chromteile da gehabt und dachte, na gut, okay, so fängst du halt an, die Teile zu polieren. Ne? So, und dann war von Martin der beste Kumpel da und der meinte, was ich da mache. Und dann sagt, naja, ich will anfangen mal die Sachen ein bisschen auszuarbeiten. Ne? Und dann hat er gesagt, warum lässt du die nicht verchromen? Dann sage ich, ja, müsste man einen kennen. Ne? Und dann meinte er so, ja, mein bester Kumpel ist Chroma. Und dann habe ich so gesagt, okay. Und er sagt, mach mir mal eine große Kiste fertig. Wir schauen mal, was er machen kann. Ne? Ja, gesagt, getan. Alles in eine große Kiste. 2 Wochen später waren im Endeffekt alle Teile neu verchromt, ne? Komplett. Ja, das war alles im Endeffekt so nicht geplant. Also das wurde ein Riesenball. Dann ging es natürlich los, Teile suchen. War ein Riesenproblem, weil für so ein Auto und dann auch ein Replika, wo alles so ein bisschen verbaut wurde. Es sind viele Originalteile verbaut, aber auch viel, was so Nachbauten sind. Viel Lehrgeld bezahlt natürlich bei manchen Sachen und manche Teile waren echt schwer zu bekommen in Deutschland. Ne? Also es gab hier echt Nächte, wo wir hier gesessen haben und wirklich gesagt haben,
Scheiße, ey, das ist komplett ausgewuchert. Wir kriegen es nicht mehr in den Griff gerade, ne? Weil man kann dann auch nicht, finde ich, dann stoppen, sondern man muss es dann, wenn man sagt, man macht es richtig, dann auch wirklich einmal richtig durchziehen. Und nicht wieder anfangen, irgendwie dann, weiß ich nicht, irgendein selbstgebasteltes Teil da reinzubauen. Ne? Das wird nicht funktionieren, das sieht nicht gut aus. So, dann war der Chrom fertig, die Leder, die vom Lacker haben wir wieder abgeholt. Perfekt, alles super. Und dann habe ich angefangen hier quasi, ja, 2 Wochen, glaube ich, hat es gedauert, den kompletten Teppich eingeklebt selber. Weil ich einfach gesagt habe, das will ich alleine machen. Also es gibt ein paar Sachen, wo man ganz klar, klipp und klar sagen muss, Lack, Leder, so Sattelarbeiten, Verchrom, das sind alles Sachen, die man nicht selber machen kann. Aber alles, was wir selber machen konnten, haben wir komplett hier in der Halle gemacht. Ne? Ja, dabei habe ich mich im Endeffekt komplett vergiftet, weil ich das ohne Maske gemacht habe und der Kleber mich doch richtig erwischt hatte, ganz böse. Ja? Also ich habe dann echt gelitten 3 Wochen lang, weil diesen Kleber hätte man nicht machen sollen. Aber ich war so drin in meinem Thema und habe gesagt, okay, ich muss den Teppich da einkleben. So, dann war der Teppich fertig, genau. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Dann war der Teppich fertig. Ach so, genau, so. Und dann haben wir gesagt, okay, ich habe noch einen Kumpel, der ist Elektriker und mein Bruder auch. Die sind da extrem affin, was das angeht, dieses Thema. Und die haben sich angeguckt und haben gesagt, Daniel, das kannst du so nicht lassen. Und da habe ich gesagt, ihr seid doch verrückt, wir sind fast fertig, ihr könnt jetzt nicht anfangen. Und dann haben sie gesagt, doch, ja, wir tauschen mal ein paar Kabel aus, wir gucken uns das mal an. So, und ich habe mit Martin, wir haben die Scheibe eingesetzt und drehen uns um. Und da war die komplette Elektronik, lag auf einem großen Haufen, komplett alle Kabel. Die haben alles rausgezogen und wir haben uns nur angeguckt und haben gesagt, ach du Scheiße, das geht jetzt ab, ja, unglaublich. Ja, und dann haben die angefangen, ich glaube, es hat ja knapp einen Monat gedauert, und haben jedes Kabel neu eingezogen, alles ausgemessen, ganz neue Sicherungen rein, neue Sicherungsblöcke rein, also wirklich komplett neu verkabelt dieses Auto, dass das wenigstens auch stimmt dann und funktioniert. Ne? Ja, und dann hat Stück für Stück jedes Wochenende zusammengebaut, schöne Zeit gehabt, das ist mir sehr wichtig gewesen, weil das, ja, ich finde das einfach, also ich finde das toll, wenn man diese Gemeinschaft hat, dann sollte man dafür auch, glaube ich, was tun. Und das ist so, das war für alle, also alle haben mitgemacht, ohne dass man jetzt fragen musste, die standen da auf der Matte und haben immer mitgeholfen, ohne zu zucken, haben viel ertragen, weil ich natürlich bei manchen Sachen dann wieder dachte, ah nee, lassen wir es und dann machen wir es doch und dann machen wir es nicht. Also es ging dann immer so ein bisschen hin und her, ja, in diese ganzen Richtungen, war nicht so einfach. Aber haben alle top mit durchgezogen. Ne? Das hat zum Glück funktioniert. Das war schon mal schön. Ja, dann kamen die Sitze endlich. Dann war Corona soweit vorbei. Ich musste natürlich, man konnte nicht, ich musste sie mit der Spedition abholen, weil selbst konnte man nicht hin. Das hat dann auch gut funktioniert, zum Glück. Und dann ja, haben wir Stück für Stück, dann wurden auch alle ein bisschen entspannter, weil man dann gemerkt hat, okay, es läuft, es funktioniert. Weil für mich war eigentlich der Plan 6.6. inneres Blumenpflücken. War für mich so der erste Termin, wo ich gesagt habe, okay, da fahre ich mal hin. Das fand ich cool einfach. Auch dieses ganze Ambiente, das hat halt einfach super zu diesem Wagen gepasst. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen verschoben worden. Aber wir haben es geschafft. Ja, er war fertig am 6.6. Ja. So mit dem Größten. Ne? So die Kleinigkeiten hast du immer. Ja, Felgen sind die normalen Stahlfelgen drauf. Das Einzige, was ich gekauft habe, sind diese Mooncaps. Und die von Porsche mit den Emaille-Schildern drauf. Das ist auch ganz wichtig. Weil ich einfach finde, dass das noch dem Auto so einen, ja, so einen letzten Pfiff gibt, ne? Als wenn es nur um diese normalen, weil jede andere Felge, wir haben alles durchprobiert, wir haben wirklich am Rechner viele Sachen durchgespielt, wir haben neue Felgen, wir haben alte Felgen genommen, das funktioniert bei so einem Auto nicht. Also das muss einfach immer diese Felge bleiben, weil ansonsten würde man, glaube ich, das komplette Bild zerstören einfach, ne? Und diese Geschichte dahinter, die mir ja auch wichtig war. Also es ist ein 1.6er verbaut, Motorkembusstabe AD mit Doppelwebervergaser. Es ist eine scharfe Nocke drauf, das ist uns jetzt auch aufgefallen, weil der kam von einem Motorenbauer, dieser Motor. Das hat ein Kumpel, der Kfz-Mechaniker ist, hat das rausgefunden, der hat gesagt, das muss sein, muss einfach sein, aber den Motor, das gucken wir uns jetzt nächstes Jahr nochmal ganz in Ruhe an. Jetzt fährt er erstmal. Diesen Sommer, wenn es nicht regnet. Thank you.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, die Geschichte zu diesem Wagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen da oder kommentiert so euer Feedback, was ihr dazu sagt, so einen klassischen Wagen vielleicht auch so tief zu legen oder warum, weshalb, wieso, muss ich mal ein paar Fragen stellen. Ansonsten vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, Familie, Freunde etc., weil ohne die wäre das Projekt nie so, wie es jetzt dasteht. Und da bin ich super glücklich. Und ansonsten, ciao!